Herzlich willkommen zurück in dieser Reihe Interaktive Tools. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wenn ich dich frage, was ist statistisch gesehen der beliebteste Snack der Deutschen? Was vermutest du, ist es? Also, ich kann es dir verraten, es ist tatsächlich mit 55% und ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Es ist die Tafelschokolade, direkt gefolgt von einem Riegel Schokolade und dann kommen die Chips. Also, wir Deutschen essen offensichtlich gerne Schokolade, wir snacken gerne. Und auch unsere Schülerinnen und Schüler, die snacken gerne. Und es macht ja total viel Sinn, wie immer in dieser Webtalk-Reihe, unsere Schülerinnen und Schüler an der Stelle abzuholen, wo sie selbst stehen. Und deshalb schauen wir uns heute ein wenig im Detail an die Plattform Learning Snacks. Wo kommt eigentlich dieser Begriff her, wenn wir beim Lernen von Snacken sprechen? Das hat den Hintergrund, dass wir das Wissen ein wenig komprimieren wollen, Inhalte komprimieren wollen, sodass unsere Schülerinnen und Schüler quasi häppchenweise neue Inhalte bekommen, die sie dann weiterverarbeiten können. So wie wir, wenn wir Essen häppchenweise zu uns nehmen, das für uns gesund ist, so ist das für die Schüler auch gesund. Und es holt sie vor allem in ihrer Lebenswirklichkeit ab. Weil unsere Schülerinnen und Schüler sind es ja gewohnt, durch beispielsweise die Abfolge in Filmen, wo alles super schnell geht, das ständige Erreichbarsein mit dem Smartphone, die Kommunikation in so sozialen Netzwerken, wo immer alles ad hoc und schnell gehen muss, oder auch Computerspiele, wo es immer darum geht, möglichst noch schnell das nächste Level zu erreichen, bevor ich dann speichern kann. Also all das funktioniert mit hoher Geschwindigkeit, mit wenig Pause, mit vielen Wechseln, vielen Schnitten. Und da sagt man eben, dass das Lernen, wenn wir das so anbieten, von den Schülerinnen und Schülern viel einfacher angenommen werden kann. Und genau an der Stelle setzt die Plattform Learning Snacks an. Learning Snacks ist eine Plattform, mit der wir interaktive, textbasierte Dialogsysteme, um es mal ein bisschen umständlich zu formulieren, Dialogsysteme erstellen kann. Also nichts anderes, wo ich mit meinen Schülerinnen und Schülern in einen simulierten Gesprächsverlauf in Form eines Messengers gehen kann. Wie das aussieht und wie das funktioniert und vor allem auch, wie du selbst so einen Learning Snack anlegen kannst, das schauen wir uns hier einmal gemeinsam an. Und dafür gehen wir jetzt direkt mal auf die Plattform von Learning Snacks, um uns ein wenig auf der Plattform zurechtzufinden und auch zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es dort alles. Kleine Hintergrundinformation an der Stelle. Learning Snacks wird angeboten von einem deutschen Anbieter. Es ist eine deutsche Plattform. Damit unterliegt sie den europäischen Datenschutzgrundverordnung. Es ist in der Benutzung komplett kostenfrei. Ich als Lehrkraft muss mich nur anmelden und registrieren, wenn ich selbst etwas gestalten möchte. Wenn ich nur konsumieren möchte, dann brauche ich mich nicht anmelden. Und ganz wichtig, auch unsere Schülerinnen und Schüler, die müssen sich gar nicht anmelden. Wenn wir uns die Plattform angucken, dann ist sie unterteilt in zwei Bereiche oben. Nämlich einmal den Bereich Learning Snacks und den Bereich Meine Snacks. In den Learning Snacks finden wir alle Learning Snacks, also alle Lernhäppchen, die es auf der Plattform schon gibt. Und deshalb mag ich die Plattform auch so gerne und setze die schon seit vielen Jahren ein, weil es eben eine Plattform ist, die von allen benutzt, aber auch von allen mit Inhalt, mit Leben gefüllt werden kann. Das heißt, hier setzt wieder an, wir nutzen das Wissen, die Kompetenzen aller Beteiligten, egal ob Eltern, Lehrer, Schüler, und alle stellen hier ihre Inhalte mit ein, sodass wir voneinander profitieren und voneinander auch konsumieren können tatsächlich. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du dich registriert hast. Das ist ja, wie gesagt, komplett kostenlos. Macht es jetzt aber ein bisschen einfacher, wenn wir uns zurechtfinden, nicht, dass du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wunderst. Wenn wir ein wenig runterscrollen hier auf der Startseite, dann sehen wir schon, es gibt hier explizit auch die Nennung von sogenannten OER-Snacks. Also OER, wissen wir, steht für Open Educational Resources. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese Learning Snacks, die dort eingestellt sind, unter einer bestimmten Lizenz eingestellt wurden. Nämlich unter der Lizenz, dass ich sie auf jeden Fall auch, wir sehen das, wenn ich hier auf die drei Punkte klicke,
auch nochmal für meine eigenen Bedarfe kopieren und auch anpassen kann und gegebenenfalls dann auch sogar noch einmal selbst wieder veröffentlichen kann. Und das ist ganz praktisch, denn immer dann, wenn du die drei Punkte hier unter dem Bild des Learning Snacks findest, so wie hier, dann kannst du die Learning App auch kopieren. Wenn wir ein wenig runterscrollen und hier mal schauen, zum Beispiel hier digitale Tools im Unterricht, da sehen wir, da fehlt dieser Balken mit den drei Punkten. Und deswegen können wir diese Learning App dann entsprechend nicht kopieren. Weiteres Symbol in der unteren Leiste, ganz wichtig, ist ja dieses Symbol, was aus drei Punkten mit zwei Strichen besteht. Wenn wir da draufklicken, dann erfahren wir, dass es sich dabei um das Teilen-Symbol handelt. Denn an der Stelle bietet uns Learning Snacks automatisch an den Link zu diesem Learning Snack, den Einbettungslink, der ja vielleicht für alle interessant sein könnte, die so etwas nutzen wie Moodle, wo ich dann den Snack direkt integrieren kann, sodass der Schüler das Gefühl hat, er benutzt diesen Snack oder bearbeitet diesen Snack direkt im Moodle und muss nicht rausgeführt werden in einen separaten Tab. Und ich bekomme auch hier wieder einen QR-Code angeboten, den ich mir einfach auch wieder herunterladen und dann auf das Arbeitsblatt Material oder wo auch immer drauf legen kann, sodass an der Stelle auch eine super Verknüpfung zwischen analogem Material und digitalem Inhalt stattfinden kann. Wie sieht jetzt so ein Learning Snack aus? Also was können wir uns tatsächlich darunter vorstellen? Das können wir uns mal gemeinschaftlich anschauen. Vielleicht anhand des Beispiels Weihnachtsbräuche rund um die Welt. Wir sehen übrigens, wenn wir hier drauf schauen, dass sich dieser Learning Snack schon 27.000 Mal angeschaut wurde. Also, wir klicken drauf und öffnen ihn da mal mit. Und wir sehen direkt, öffnet sich unser Dialogsystem. Das Dialogsystem in diesem Fall sieht wirklich aus wie so ein Chat, wie in den bekannten sozialen Netzwerken. Telegram, WhatsApp, SMS, überall. Es geht also immer gleich. Und der Lehrer, die Lehrerin, die das erstellt hat oder die Person, hat jetzt diesen Learning Snack angelegt und der Schüler ist aufgefordert, jetzt auf Weiter zu klicken, damit das Gespräch sich fortsetzt. In diesem Fall geht es darum, wenn ich auf Weiter klicke, erfahren wir mehr über verschiedene Weihnachtsbräuche. Und jetzt geht's weiter. Hier steht jetzt, es gibt vieles, was man an der Weihnachten toll finden kann. Magst du die Weihnachtszeit? Und jetzt hat der Schüler die Möglichkeit, für Ja oder für Nein zu stimmen. Wenn wir jetzt Ja anklicken, dann bekommen wir eine Auswertung, wie viele haben auf Ja geklickt, wie viele haben auf Nein geklickt und der Schüler kann weiterklicken. Und jetzt geht es ins Detail über die einzelnen Weihnachtstraditionen, die es da draußen gibt. Also wie wird Weihnachten gefeiert? Der Schüler wird wieder aufgefordert, auf Weiter zu klicken. Das heißt, er ist auch ja ständig in Interaktion. Es ist jetzt nicht einfach, dass das trocken abläuft. Wenn er auf Weiter klickt, dann kommt in diesem Fall eine Flagge mit einer Frage, nämlich weißt du, zu welchem Land diese Flagge gehört? Und der Schüler dürfte sich jetzt wieder entscheiden. Die Antwortmöglichkeiten, die hier vorgegeben sind, die sind variabel. Also wir gucken uns das gleich auch nochmal an. Theoretisch kann man auch nur zwei Antworten anbieten oder auch mehr. Ich klicke jetzt mal einfach auf Italien, um zu zeigen, was das System jetzt macht. Ich habe jetzt auf die falsche Antwort geklickt. Eingestellt im Programm ist jetzt, probiere es noch einmal. Diese Rückmeldung, die auf die falsche oder richtige Rückmeldung erscheinen soll, haben wir als Ersteller der Learning Snacks komplett in der Hand. Bedeutet, ein Learning Snack ist jetzt nicht so gedacht, dass der Schüler komplett frei antworten kann. Also du merkst es schon, es sind schon geschlossene Fragen. Aber die Art und Weise, wie ich mit dem Schüler kommuniziere und wie die Interaktion stattfindet, das kann ich tatsächlich alles komplett individuell einstellen. Wenn ich jetzt nicht mehr auf Italien klicke, sondern in dem Fall auf Spanien, kommt auch optisch, finde ich, grün signalisiert, es ist richtig. Und jetzt sagt man hier, auch in Spanien wird Lotto gespielt. Es kommt ein kleiner Informationstext. Und wenn der Schüler den Text gelesen hat, dann klickt er wieder auf Weiter. Und hier ist jetzt die Frage auch zum Verständnis dessen, was der Schüler gerade sich angeguckt hat, also gelesen hat. Leseverständnis wird gecheckt. Wer nennt die Gewinnerzahlen? Ich klicke mal wieder auf das Falsche. Anforderung, lies es nochmal genau durch. Der Kinderchor war es, wenn wir das mal vorlesen.
Und dann anklicken. Ja, richtig. Und an der Stelle sehen wir auch, hinter dem genau, da steht jetzt noch so ein schönes Icon-Emoji von einem Weihnachtsbaum, passend zum Thema. Auch das haben wir in der Hand und auch damit können wir den Schüler ja in seiner Lebenswirklichkeit abholen, weil unsere Schülerinnen und Schüler ja auch ständig Smileys zum Kommunizieren benutzen, Abkürzungen benutzen und so weiter. Und so würde dieser Learning Stack jetzt sich immer weiter aufbauen. Wir gehen zum nächsten Land. Der Schüler wird wieder aufgefordert, auf Weiter zu klicken und kann sich dann auch darüber wieder Informationen zu diesem Land anschauen. Und da merken wir schon, Wissen wird hier auf eine ganz spezielle Art und Weise aktiviert. Der Schüler ist ganz, ganz intensiv bei der Sache. Ich könnte an der Stelle auch Videos einbauen, auch noch andere Fotos, Bildmaterialien einbauen. Ich kann mich also sehr intensiv als Schüler mit dem Thema auseinandersetzen, auf eine sehr einerseits spielerische Art und Weise und andererseits doch sehr ernste Art und Weise. Denn hier wird ja auch Wissen überprüft. Das kann ich also machen zum Einstieg einer Unterrichtsstunde. Das kann ich machen am Ende der Stunde oder der Unterrichtseinheit, zur Vorwissensaktivierung oder zur Sammlung der Lernerkenntnisse, des Lernzuwachses aus der Unterrichtseinheit. Für Evaluationen. Ich kann Learning Snacks erstellen und auch benutzen für die Vorbereitung auf Tests, auf Klassenarbeiten. Einfach, wenn es darum geht, in Interaktion zu treten. Und ganz ehrlich, so etwas ist doch viel, viel schöner, viel, viel ansprechender und viel motivierender, als sich mit so einem Inhalt auf einem Schwarz-Weiß-Arbeitsblatt auseinanderzusetzen. Damit möchte ich nicht das Schwarz-Weiß-Arbeitsblatt diskreditieren, möchte nur sagen, wenn es um den Wert von digitalen Inhalten geht, dann setzt Learning Snacks da an einer richtigen Stelle an und kann die Schüler eben abholen. Wenn wir nochmal auf die Startseite gucken, dann stellen wir fest, ups, ne, zu Google wollte ich nicht. Ich wollte zur Startseite. Wenn wir dort sind, dann stellen wir fest, es gibt jede Menge Learning Snacks tatsächlich. Also zu allen möglichen Themen gibt es die da draußen. Die darf ich alle benutzen. Die sind alle zugänglich. Und damit sehen wir, es ist ja auch eine ganz tolle Ressource für meinen Unterricht. Eine tolle Ressource, wo ich nicht alles vorbereiten muss, sondern wo ich mal gucken kann, ja, gibt es vielleicht zu meinem Themenbereich, zu meinem Fach schon das entsprechende Material? Und das Ganze finde ich natürlich, indem ich oben rechts auf die Lupe klicke, auf die Suche innerhalb der Plattform. Und ich kann auf der einen Seite dort einfach nach Begrifflichkeiten suchen. Also wenn ich jetzt einfach mal nach Weihnachten als Thema suche, dann werden mir jetzt links schon alle Learning Snacks zum Thema Weihnachten angezeigt. An der Stelle ist es immer wichtig, nochmal auf dieses rote oder, ja, weiß ich gar nicht, lila farbene X zu klicken, damit diese Suchleiste wieder ausgeblendet wird. Damit mache ich nicht die Suche kaputt, aber die Suchleiste wird wieder ausgeblendet. Und jetzt werden mir hier eben alle entsprechenden Learning Snacks angezeigt, die es zum Thema Weihnachten gibt. Was ich auch machen kann, ist, ich kann auf die Lupe oben rechts klicken. Und über die Lupe kann ich dann tatsächlich mir die einzelnen Fächer speziell herausfiltern, also auch die nochmal anzeigen lassen, die ich jetzt suche. Gar nicht nach meinem Suchbegriff Weihnachten, den kann ich mal wegmachen, sondern ich gehe jetzt mal rein in den Fachbereich Geografie. Mach wieder oben das X weg. Und jetzt werden mir hier alle Learning Snacks angezeigt, die mal zum Thema Erdkunde von irgendwem angelegt wurden. Das gleiche kann ich machen. Ich mache Geografie jetzt wieder raus. Gucke mal zum Thema Englisch. Und der Bildschirm schaltet sich wieder um. Es werden mir jetzt alle englischsprachigen Learning Snacks angezeigt. Das ist das, was es hier als Open Source Material gibt, also als Open Resource Materialien gibt. Die zweite Stärke der Plattform liegt natürlich darin, dass ich tatsächlich auch eigene Materialien erstellen kann, eigene Learning Snacks und diese dann auch entweder nachher veröffentliche, also auch mit in die Plattform reinstelle oder sie einfach für meine persönlichen Unterrichtszwecke verwende. Einen neuen Learning Snack lege ich an, ganz wichtig, nachdem ich registriert bin. Und vielleicht an der Stelle ein Hinweis zum Registrierungsprozess. Es kann mal einen Moment dauern. Man bekommt eine E-Mail
von Learning Snacks mit der Bestätigung, also einem Bestätigungslink, da muss man draufklicken. Das kann manchmal ein wenig dauern, bis der kommt. Von daher einfach einen kurzen Moment Geduld, vielleicht auch mal eine halbe Stunde Geduld oder im Spam-Ordner mal nachschauen, dass dieser Bestätigungslink wirklich angekommen ist. Und dann klicke ich hier oben auf das Plus und damit wird jetzt ein komplett neuer Learning Snack angelegt. Und ja, wir sehen, vom Aufbau sind die immer alle gleich. Auf der linken Seite habe ich eine Anzeige, wie oft mein Learning Snack von anderen geliked wurde, also zu den Favoriten hinzugefügt wurde. Rechts daneben habe ich die Darstellung, wie oft der Learning Snack angeschaut wurde. Und unten habe ich dann direkt wieder den Teil, den Einbettungslink und den QR-Code jetzt passend zu meinem neuen Learning Snack. Als allererstes gebe ich dem einen Namen, also was weiß ich, vielleicht OER Camp. Da sind alle Buchstaben. Und jetzt muss ich natürlich diesen Learning Snack, also mein Gespräch, anfangen aufzubauen, muss es mit Leben füllen. Und das Erste, was halt Sinn macht, ist, Text einzufügen. Ich kann neben dem Text aber auch einen weitergehen und Aufgaben, beziehungsweise ich finde, es ist ein bisschen missverständlich formuliert, es sind eigentlich die Antwortoptionen, die ich an der Stelle einfügen kann. Ich kann auch Fotos einfügen und ich kann auch Fotoantworten einfügen. Das bedeutet, dann ist quasi das Bild, was ich habe, auch direkt eine Antwort, wo wir merken, das ist vielleicht auch etwas für die Grundschule. Könnte es vielleicht auch interessant sein, wo ich dann eher mit Fotos anstatt mit Text arbeite. Fangen wir also mal der Reihe nach an. Auf der linken Seite füge ich einfach mal, klicke oben auf Textfrage und füge jetzt einen Text ein. Beispielsweise Guten Morgen. Also den Schüler einfach mal zu begrüßen. Und dann würde ich mich entscheiden, tatsächlich auch noch hier einen kleinen Smiley einzufügen. Das mache ich auf der rechten Seite, indem ich auf das Smiley-Icon draufklicke und dann werden mir jetzt hier ganz, ganz viele Smileys angezeigt und ich entscheide mich dann für einen lachenden Smiley und kann aber natürlich auch durchschauen und sehe, es gibt also eine ganze Menge an Möglichkeiten. Dann habe ich hier unten die Formatierungshilfe, die kann ich anklicken. Da werden mir dann nochmal Unterstützungen angeboten, wie so einzelne Befehle aussehen könnten, damit beispielsweise Text auch fett dargestellt wird. Das ist dann vielleicht in der Einzelerstellung ganz interessant. Auch gibt es die Möglichkeit, bei diesem Element Pausieren auszuwählen. Wenn ich das anklicke und damit aktiviere, ist das der Modus, den wir vorhin hatten, wo der Schüler immer auf Weiterklicken muss, damit auch wirklich das Gespräch sich fortsetzt. Ansonsten würde einfach Text nach Text nach Text kommen oder Bild nach Text, wie auch immer. Und der Schüler müsste nicht auf Weiterklicken. Das heißt, bei diesem Element Pausieren wird die Aktivität des Schülers ein wenig angeregt. Wenn ich dann damit soweit fertig bin, klicke ich auf Speichern und schon steht dort Guten Morgen. Jetzt geht es natürlich weiter und ich möchte eine Frage einbauen. Und die Frage kann ich einbauen, indem ich jetzt auch wieder auf Text oder Frage klicke und dann beispielsweise sage, wie hast du geschlafen? Klicke wieder auf Speichern, da ist die Frage. Jetzt braucht der Schüler ja Antwortmöglichkeiten, das haben wir gerade schon gelernt, damit er auch darauf reagieren kann. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, so viele Antwortoptionen erstmal einzugeben, wie ich möchte. Ich könnte also sagen, ich habe gut geschlafen, geschlafen. Oder das andere wäre, geht so, ich habe nicht so gut geschlafen. Bei komplett geschlossenen Fragen kann man jetzt eins von beiden als richtig markieren. Ich könnte aber auch beides tatsächlich als richtige Antwort markieren. Wenn der Schüler sich jetzt also für eine richtige Antwort entscheidet, dann gebe ich hin und sage, danke für die Info. Wenn er sich für etwas Falsches entscheiden würde, würde ich das dort auch eintragen. Ich könnte auch anstatt Text wieder ein Smiley einsetzen. Ich klicke mal auf Speichern. Ah, dann sehen wir nämlich schon, das Programm möchte auch eine Reaktion, wenn der Schüler sich für eine falsche Antwort eingibt. Wir könnten mal als C noch eingeben, keine Ahnung. Dann könnte ich jetzt als Lehrkraft hingehen und sagen, überleg doch noch einmal. Klicke ich jetzt auf Speichern, haben wir auf der rechten Seite jetzt die Antwortoptionen zu meiner Frage, wie hast du geschlafen?
Das kann ich natürlich jetzt beliebig ausbauen. Ich kann auch, wenn ich möchte, mal ein Bild hinzufügen. Ich könnte also hingehen und sagen, okay, von meinem Computer lade ich jetzt ein Bild auf den PC, um es dann entsprechend hier zu benutzen. Kann es auch wieder verwerfen, dann verschwindet es entsprechend wieder aus der Darstellung. Ich kann auch im Nachgang einzelne Elemente verschieben. Das mache ich einfach, indem ich hier auf die Pfeile klicke. Dann siehst du schon, es wird ein wenig durcheinander gewürfelt. Ich kann auch da auf den Stift nochmal das einzelne Element bearbeiten. Und ich kann das einzelne Element auch nochmal komplett rauslöschen. Dann ist es also komplett weg. Um das Speichern musst du dich übrigens nicht kümmern. Das macht Learning Snacks immer automatisch alle paar Sekunden. Von daher, selbst wenn du jetzt mal einen Absturz des Computers hast oder wie auch immer, der Strom ist weg, dann kannst du auf jeden Fall später noch darauf zugreifen. Unten rechts haben wir noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, nämlich was mit dem Snack tatsächlich passieren soll. Und die Sichtbarkeit ist grundsätzlich erstmal eingestellt nur für mich, bedeutet, erstmal siehst nur du oder die, denen du den Link gibst, diesen Learning Snack. Du könntest es aber auch umschalten, dass es auf der Plattform sichtbar für alle wird. Da ist halt wichtig, dass du auf jeden Fall die Lizenz beachtest. Das siehst du ja hier an der Stelle, sodass auch andere wissen, was sie damit machen können. Und dann siehst du ja auch, kann ich diesen Snack beispielsweise teilen? In welche Kategorie, also in welches Fach soll der Learning Snack eingeordnet werden? Und so weiter und so weiter. Also das kann ich an der Stelle alles einstellen, sodass es auch nachher auf der Plattform leichter wiedergefunden wird. Auch das wird wieder automatisch gespeichert. Und dann bin ich eigentlich fast fertig. Ich kann natürlich auch, anstatt jetzt einfach den Text einzufügen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich kann natürlich auch ein Video einbauen, ich kann Links einbauen, ich kann Fotos einbauen. Also das kann ich wirklich sehr, sehr individuell und vielfältig tatsächlich gestalten. Wenn ich jetzt wieder gehe auf die Startseite von Learning Snacks, dann lande ich wieder dort und kann dann oben auf meine Snacks klicken. Und unter meine Snacks werden dann alle Learning Snacks aufgeführt, die ich irgendwann mal angelegt habe. Dann sehen wir es in dem Fall OER Camp. Und an der Stelle kann ich dann auch den Learning Snack tatsächlich löschen oder duplizieren. Was ja auch interessant ist, wenn ich beispielsweise einen differenzierten Arbeitskontext gestalten möchte, wo ich den gleichen Learning Snack habe, aber auf unterschiedlichen Niveaus. Dann kopiere ich mir den einfach und erstelle einen zweiten. Ich kann den natürlich auch bearbeiten oder an der Stelle auch verteilen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, ein Klassenzimmer einzurichten. Das ist ganz lustig, wenn man sich das Klassenzimmer anschauen und genauer damit beschäftigen möchte, wie das funktioniert, klickt man hier unten auf die Frage, wie funktioniert der Classroom? Und wie wäre es anders möglich? Es gibt einen Learning Snack dazu, wie der Klassenraum funktioniert. Um es kurz zu machen, der Klassenraum funktioniert so, dass deine Schülerinnen und Schüler dann nicht auf die Gesamtplattform kommen, sondern sie können einen Code eingeben, deinen Klassencode tatsächlich, und dann wird ihnen direkt angezeigt, welche Learning Snacks sie jetzt bearbeiten müssten. Also einfach nur, dass der Weg zu den Learning Snacks ein anderer ist als über die Links tatsächlich. Also, insgesamt finde ich eine sehr intuitiv bedienbare Plattform, eine sehr vielfältige Plattform. Das kann ich eben sehr groß machen. Ich kann es aber auch sehr klein halten. Ich kann es benutzen von der Grundschule bis in die berufliche Bildung tatsächlich, weil ich ja thematisch auch nicht eingeschränkt bin. Von daher eine absolute Empfehlung meinerseits, die Plattform mal auszuprobieren, entweder zu konsumieren, was es dort an Inhalten gibt, oder tatsächlich auch einfach mal Selbstmaterial zu gestalten und es damit auch wieder anderen zur Verfügung zu stellen. Dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude. Probier es einfach mal aus. Schau mal, ob du einen eigenen Learning Snack gestalten kannst und ihn dann auch mal mit deinen Schülern durchführst. Dankeschön, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns in einer der anderen Folgen innerhalb dieser Web-Talk-Reihe wiedersehen oder du auch mal bei den anderen vorbeischaust.